So, hallo Leute und willkommen zu einem Let's Play, ich weiß noch gar nicht, wie ich es nenne. auf jeden Fall spielen wir Zombie-Server, Ja, wie ihr hört, Wolfshand ist wieder dabei. Wolfshand. Ja, yeah. Hi Leute. Wir spielen Hunger Games in Minecraft auf dem Server von Zombie. Sollte man kennen, steht auch oben in der Mitte. Gerade wenn ich hier Tab drücke. Steht denn der in gelb. Ich wollte gerade sagen, Zombie, wo steht das? In der Mitte, in der Titte. SG, please, sagt er. Mach mal SG, ich weiß nicht, was passiert. Keine Ahnung, Survival Games. Bah, okay. In 60. In 60 Sekunden geht's los, also ihr müsst euch jetzt noch, ihr könnt einfach 60 Sekunden vorspulen. Also ich und Wulfi machen natürlich ein Team, wir haben zumindest gerade so gemacht, dass wir ein Team sind, bis die anderen weg waren. Hier, die da zum Beispiel. Und dann uns gegeneinander verprügelt haben, wo Wulfi dann gewonnen hat. Also, das ist mal die dritte Runde Hunger Game. Ich weiß ja, wie viele ist das deine? Auch dritte? Nee, meine ist, glaube ich, schon meine zehnte oder so. Also bei mir ist das die dritte. Wir hatten vorhin, erste Runde hatten wir verloren. Zweite Runde, wie gesagt, Wulfi gewonnen und das jetzt, ne, jetzt wirst du gefickt. Du Ficker, du! Nee, ich werde nicht gefickt. Aber ich muss dazu sagen, wo dieses Hunger Games rauskam mit diesen ganzen Standard-Maps am Anfang, habe ich das halt gespielt. Ich kenne also die jetzt, habe ich spiele zum ersten Mal, zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal, sorry. Hast du schon gespielt. Sonst denn nur noch die Schneemap bei Zombie hier, die wir auch gerade hatten, habe ich zum ersten Mal gespielt. Es geht gleich, geht los. Gleich los. Und sonst kenne ich sonst nur die, diese große Stadt damals und so die erste rauskam. Ja, also es gibt ja auch diese hier. Ich will raus. Nein, rennen. Ja, warum nimmt das nicht ein Inventory, der Pisser? Hallo? Ich muss weg. Gehst du diesen Grimm? Welchen Grimm? Hier steht okay. Irgendwo ja. Grimm im Blau. Bin hinter dir. Hast du gut was abschauen können? 4 Äpfel. Helm und Rüstung habe ich. Zieh ich mir jetzt nochmal an. Mir hat jemand gerade die Hose geklaut. Vor deiner Nase die Hose geklaut. Und der erste schon down, Alter. Ich bin bei dir, so. Das zweite auch schon. So, ich habe auch ein bisschen. Ich glaube, man hört es bestimmt doppelt, da ich, glaube ich, über mein Mikrofon das auch hört. Man hört ja genau das, was ich höre, und das ist nicht doppelt. Ich war vorhin beim Brunnen, da gab es gute Sachen. Ich glaube, hier im Haus war ich auch. Ich glaube, hier gab es. Ja, hier gibt es auch gute Sachen. Nee, hier habe ich letztes Mal nichts gefunden gehabt. Doch, gucken, was ich gefunden habe. Ja, wo bist denn du? Im Haus? Bei Grimm? Dieses Ding hier drüber. Dieses große Haus hier. Ach, da hinten? Ja, da war ich ja gar nicht. Was hast du gefunden? Helm oder was? Helm und Eisenschwert. Eisen oder Stein? Stein. Ich wollte schon sagen, ich glaube Eisen haben sie gar nicht. Da ist nichts mehr weiter drin. Kannst du rausnehmen. Ja, aber hier sind doch noch andere Häuser. Hier unten. Oh, stimmt ja. Kann ich rennen? So, jetzt kann ich rennen. Ja, ich weiß, das Rennen ist schon. Weil ich back da irgendwie meistens mit den Rennen irgendwie rum. Ich weiß auch nicht. Ich habe dich aus den Augen verloren. Ich bin im Haus hier in der Mitte, auf der anderen Seite gerade. Kiste. Ja, Schuhe, danke. Guck mal in den Dispenser und so ein Kram an, solltest du mindestens auch was finden. Ich weiß nicht, ob ich glaube nicht, dass es mal was gefunden. Ich glaube nicht, dass sie es hier drin haben. Hier oben war nur eine Kiste, mir nicht, da die so schwebende. Au! Das sollte ich wieder. Okay. Was ist denn das da unten? Ich kann Licht anmachen. Hoch, bin ich geil. Komm, raus. Wohin? Jetzt? Da hoch, auf diesen Turm da? Können wir machen. Da läuft gerade einer mit Goldschwert und Holzrüstung. Da. Oh, ja, komm, wollen wir uns den holen? Hast du ein Schwert? Nein, ich hab keins, also du musst. Du musst mit Hand nehmen. Ich nehme ihn mit der Hand. Nimm ihn in die Hand. Ja, wahrscheinlich hat er gesehen, dafür ist das falsch, dann lass jetzt den Turm erobern, solange der wegrennt. Wir erobern den Turm! Rohes Fleisch. Warte mal, kann man. Wie geht's denn da eigentlich rein? Ich hab so ewig hier hochklettern, glaube ich, oder? Nee. Da oben ist ja irgendwo Ende. Oh Gott, die haben hier einen Jump'n'Run rausgemacht, oder wie? Glaube ich schon. Guckst du da? Oh Gott. Ich habe Minecraft so ewig lang nicht mehr gespielt, als ob ich einen Jump'n'Run könnte. Wow. Alter, ich riskier's nicht. Ich sterbe nur dadurch. Ich müsste erst Jump'n'Run üben, bevor ich das mache. Ganz ehrlich. Ja, ich aber auch. Kommst du raus? Wo bist du? Genau. Hinter dem Turm. Geguckt, ob hier noch irgendwie was ist, aber. Sieht nicht so aus. Also ich habe auch ein paar Mods installiert, wie man hier sieht, vielleicht sieht Optifine und auch. Was fliegt denn da? Da fliegt ein
Super. Ja, okay, ich sehe es auch. Das sieht mir aus wie das so ein ist Baumgras. So, hier, ja, hier so Blätter sind ja. Das. Ah, jetzt ja. Sehe ich es vernünftig. Das ist jetzt wie spawned. Ah. Hier ist ein. Ja, was soll ich denn? Backsteinhaus. Würde ich es gerade nennen, aber das ist ein neues Dach. Was ja. Drin? Hast du schon Helm? Ja. Gut, dann nehme ich den jetzt an mich. Ich hab das ist komplett Rüstung. Gut. Warte mal, hier geht's noch hoch. Da ist nichts. Hier oben ist ein Alchemietisch. Warum gibt's hier Alchemietische? Hast du ein Level-Up? Kannst du was verzaubern? Was steht da? You found my house. Good for you. Kannst du was... Keine Ahnung. Ja, ich habe kein Level, ich kann nichts verzaubern, also. Ich auch nicht. Da draußen läuft irgendeiner. Genau vor uns. Der hat Kettenrüstung, Kettenhelm und so, glaube ich. Läuft jetzt gerade auf diesen Turm hoch. Nee, der hat keine, der hat keine. Hier ist einer, der hat nix. Wo bist du denn? Du stehst hinter mir im Haus. Der backt rum. Oh, komm. Der klettert bei... Du backst gerade, du stehst bei mir im Haus. Lol, ich renne. Ich laufe. Ich stehe vor dir. Also einer klettert gerade den Turm ja, hoch. Ja, ich bin disconnect. Lol, komm schon. Erst eine geile Aufnahme. Ich bin raus. Warte, ich töte dich. Geht denn nicht, ich bin rausgeflogen. Ja, ich komme irgendwie nicht mehr drauf auf den Server. Das left the game. Starte Minecraft neu. Oder gib die IP direkt ein, das hat bei mir geklappt. Ach, ich will kein Texture Pack. Ja, muss neu starten. Ja, Spiel ist zu Ende da. Fängt schon mal erst gute Aufnahme. Ja, fängt läuft. Wunderbar an. Jetzt unter mir sind zwei Stück, die könnten auch ein Team haben oder die verprügeln. Ah, na sieh mal einer an. Noch eine Kiste. Was haben wir hier? Noch ein Holzschwert hier. Holzschwerter habe ich genug. Oh, nur noch drei Spieler. Dadurch, dass du rausgeflogen bist. Also ich weiß nicht, ob ihr den Server von Zombie alle kennt, aber sobald nur noch drei Spieler drauf sind, werden diese Positionen mit Blitzen angedeutet, also wo sie genau sind. Ich kann ja auch mal sagen, so was es hier bei Zombie gibt. Man kann bei Zombie Hunger Games machen, Death Cube oder auch Spleef oder ein paar Jump'n'One Einlagen, die man unterhalb dieser Map hier findet. Es ist ein Kloster? Ja, Bauarbeiten. Also die anderen Sachen, also Spleef und so, Spleef hätte ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Death Cube ist im Endeffekt ein Jump'n'One. Boah, das liegt mich eigentlich, aber ich hab's gerade auch vermasselt. Was, Death Cube? Nein, das Jump'n'One, die wir versuchen wollten. Da wusste ich nicht, wo es lang geht. Zukünftige Mob-Arena. Hier kommt man nicht durch. Gut bemerkt, oder wie? Ach, hier ist nicht auch Jump'n'One-Ding. Viele gerade verkackt. Ja, jetzt klettert hier hoch für einen verfickten Apfel, oder was? Ja, ich bin hier oben, du kleiner Wichser. Na, komm hoch, Chris Prügel. Bin hier. Hinter dir ist auch noch jemand. Ach, die sind auch noch in einem Team, oder was? Wollt ihr mich denn verarschen? Ich hab Angst, ich will da nicht. 2 gegen 1 ist doch unfair. Muss ich mir gerade sagen, ja. Ja, aber die sind zu zweit. Ich bin hier alleine. Ich weiß immer noch nicht, wie diese ganzen Tastenkürzel gehen. Ich glaube, das ist auch gerade. Um blöd, dieses Kloster hinzukommen, musst du ein Jump'n'One-Ding machen, ja. Dum-dum-dum. Das ist ja richtig hart, finde ich. Da ist auch noch eine Truhe da. Da haben wir die schon. Ja, ich bin hier oben. Hallo. Wo? Ich meinte nicht dich, ich meinte den Typ. Achso. Der hat sich versteckt, hat sich einfach nur geduckt, da ist er wieder. Ich probiere gleich mal dieses. Nein, ich gehe hier nochmal runter zu dieser Jump'n'One-Anlage. Eigentlich müsste ich jetzt einfach mal hier runter gehen und sterben, weil er hat ja gerade eh wenig Sinn. Wow. Ich glaube, das ist die Truhe, die wir vorhin schon hatten, oder? Weiß ich nicht. Oh nee, doch nicht, da ist auch noch gut was drin. Da runter sogar eine schöne Pilzsuppe. Achso. Also ich habe 3 Holzschwerter. Oh fuck, so weit gesprungen. das sieht schön aus hier. Hier will ich kämpfen. Ja, ich guck mal. Ist Death Cube, kannst du da einfach so rein oder ist es auch wieder so? Du musst irgendwo ja. Das Schild anklicken wieder, ne? Achso, auch wieder. Wow, ich kann sie runterfallen. Was? You are not. Ja, jetzt kommen wir wieder zu zweit. Ja. Ich komme in diese Area nicht rein. Keine Ahnung. Ja, zu zweit haben sie mich jetzt verhauen, Alter. Das muss dir geben.
Two Players Remaining. Ich würde gerne wissen, wer gewonnen hat. Steht gleich da unten. Arena 6. Cutty Boy oder so. Cutty Boy. Steht ja, da. Ja, der und der andere war es. Ich bin hier. Naja, ja, ich bin vor dir. Was jetzt? Ja, keine Ahnung. Wollen wir dir mal Spleef zeigen ein bisschen? Geh mal zu Spleef. Okay, Leute, dann bekommt ihr jetzt ein paar Runden Spleef zu sehen, aber erst in der nächsten Aufnahme natürlich. Ich bin ja so fies. Also bis später, Leute. Ciao.